Trainiert wurde viel in den vergangenen Wochen. Doch wo steht man aktuell? Diese Frage stand für die Teammitglieder des Bundeskaders. Bei einem Wettkampf am Abend des 21. Januar wurde diese Frage beantwortet. Der erste Leistungsvergleich seit Monaten wurde im Sportforum Chemnitz abgehalten. Dabei standen die Altersklassen ab W13 in der Wurfanlage. Immer im Blick von Bundestrainer Sven Lang und seinem Team, um eventuell Anpassungen für den nächsten Versuch vornehmen zu können. Na gut, wir haben die Chance beim Schopfe gepackt und gleich zu Beginn jetzt mehr oder weniger einen Prüfungswettkampf gemacht. Das denke ich war sehr wichtig für alle. Es werden nicht so viele Wettkämpfe wie gewohnt in der Halle stattfinden. Und für unsere besten Erwachsenen geht es gleich international los nächste Woche. Deshalb war es wichtig, hier den Wettkampf durchzuführen, um ein bisschen Wettkampfflair erstmal zu bekommen. Wo geht's nächste Woche hin? Also die Katharina und die Christina werden nächste Woche halt zur World Challenge am Donnerstag in Zlatnow starten, am Sonntag in Prag. Hä? Ja, das ist erstmal so der Auftakt. Dann geht es weiter mit dem Meeting in Rochlitz, was also unser größtes Kugelstoß-Meeting in Deutschland ist. Hä? Danach nochmal ein Diamonds League-Meeting in Lodz. Naja, dann geht es schon zur Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften. Im Höhepunkt sind die Hallenweltmeisterschaften dieses Jahr in Belgrad. Ganz vorn natürlich bei den Damen die beiden Spitzenathletinnen Christina Schwanitz und Katharina Maisch. Der Bundestrainer freut sich aber auch über die positive Entwicklung in den jüngeren Altersklassen. Celina Lange und Lara Böhm legen schon ordentliche Weiden vor. Celina Lange ist eine Klasse höher gestartet und wirft die 4-Kilo-Kugel bereits 15,28 Meter. Lara Böhm bringt die 3 Kilo immerhin auf 13,91 Meter. Vorn lag am Ende Katharina Maisch mit 18,88 Meter. Für Christina Schwanitz beginnt mit dem Wettkampf ihr letztes Wettkampfjahr. Ich ärgere mich, dass es heute nicht über die 18 gegangen ist. Das hatte ich mir schon klar vorgenommen. Ich habe die Woche ein Praktikum gemacht bei der Bundeswehr, bin pro Tag ungefähr so zwischen 13.000 und 15.000 Schritten unterwegs gewesen, habe viel gemacht, bin morgens bis abends unterwegs. Das lässt halt bei einer alten Frau Spuren da und genau das hat man eben heute im Wettkampf gesehen. Nichtsdestotrotz ist meine Motivation trotzdem groß und ich hoffe, dass es dann nächste Woche in Prag ein bisschen besser läuft. Wie guckst du in die Saison rein? Ja, ich kann es im Moment noch gar nicht so sagen. Also mein Plan ist tatsächlich, jetzt die 2 Wettkämpfe in der Tschechei und dann noch bei den deutschen Meisterschaften mitmachen. Und wenn alles gut läuft, mit nach Belgrad zur WM. Das ist jetzt so erstmal mein erster Fahrplan. Und ja, mal sehen, wie gesagt, heute war so die Generalprobe, war ziemlich bescheiden. Kann doch noch besser werden, ne? Bei den Herren starteten leider nur 5 Teilnehmer. Hier feuerten sich die Jungs gegenseitig an. Zuschauer waren ja bis auf die Teilnehmer leider nicht zugelassen. Hier wieder ganz vorn der Gillenauer Steven Richter in der MJU 20 mit 19,60 Meter. Ja, also ich bin eigentlich mit meiner Leistung zufrieden. Im ersten Wettkampf mit 19,60, das ist schon gar nicht verkehrt. Vor allen Dingen, weil 5 Stöße über 19 Meter waren, da bin ich eigentlich zufrieden mit. Kevin Reim siegt in der Männerklasse mit der etwas schwereren Kugel. Die flog 17,37 Meter. Der Auftakt ist gemacht. Am 21. Januar standen die Kugelstoßer des Bundeskaders im Sportforum Chemnitz im Wettstreit.